Hallo, guten Morgen, liebe Schüler und Schülerinnen. Ja, heute präsentieren wir das eine neue Lektion 11 Vorbereitungsschule 2 zum Beispiel 2 Prep. Ja, heute neue Lektion 11. Das ist ein Thema, das ist ein neues Thema. Einkaufen. Was bedeutet einkaufen? Einkaufen, Shopping. Ja, öffnen Sie Buchseite 6 und 60. Okay. Heute, jetzt gibt es zwei Verben. Kaufen und einkaufen. Was bedeutet kaufen bei? Zum Beispiel, was kaufst du? Was kaufst du? Ich kaufe einen Pullover. Kaufen ist ein Verb. Und das zweite Verb, einkaufen. Wo kaufst du ein? Einkaufen, das ist ein trennbares Verb. Trennbares Verb. Ich kaufe auf dem Flohmarkt ein. Okay, Nummer 2. Ich kaufe im Kaufhaus ein. Nummer 3. Ich kaufe im Secondhand-Laden ein. Und ich kaufe in der Boutique ein. Okay, in Deutschland, in Ort, ja, gibt es ein Einkaufenort. Einkaufenort, zum Beispiel Flohmarkt, Kaufhaus, Secondhandladen, Boutique, das ist ein Ort. Das ist ein Ort Shopping. Alle machen sie Shopping. Jede Person macht Shopping. Okay, das ist ein Thema, das ist ein Shopping. Wie kann man ein Shopping, wo kann man wie kann man einkaufen, ja, wie kann man einkaufen und wo, ja. Heute neue Lektion 11, das Einkaufen. Einkaufen, das ist ein trennbares Verb, okay, Shopping, ja, Klamotten, Geschäfte, Taschen, Geld. Klamotten, Clothes. Geschäfte, Shop und Taschen, Geld, Pocketmoney. Das ist wenn man einkaufen, das ist was nimmt man? Ja, Klamotten und Geschäfte und Taschengeld. Ja, Klamotten, Geschäfte, Taschengeld. Okay. Ja, zum Sprechen, A1 besprechen, ja, Taschengeld, was zahlt ihr und was zahlen euer Eltern? Ja, okay, es gibt eine vierte Frage für dich. Wo kaufst du deine Klamotten ein? Nummer 2. Brauchst du viel Geld im Monat? Nummer 3. Wie oft kaufst du Klamotten ein? Nummer 4. Bekommst du Taschengeld? Wir sehen vier Personen, zwei Jungen und zwei Mädchen. Zwei Jungen, das ist ein Lukas und Christian. Und die zwei Mädchen, Viola und Tina. Viola und Tina. Ja, ja, erzählen was, wo kaufen sie und wie kann man Geld bekommen. Die Jugendlichen beantworten zwei Fragen. Welche kürzen an? Ja, das ist eine vier Personen. Ja, zum Rest Viola, Picard, sich erzählen. Wie alt ist Viola? Sich erzählen. Boutiquen und Kaufhäuser finde ich langweilig. Ich gehe lieber auf den Flohmarkt. Da finde ich wirklich günstige Kleidung. Von meiner Familie bekomme ich kein Taschengeld. Also jobbe ich jede Woche ein paar Stunden als Babysitter. Das ist oft anstrengend. Okay. Zusammenfassend, ja, von Viola. You don't like Boutiquen und Kaufhäuser? Ja, Boutiquen, Optik und Kaufhäuser, Big Store.
Ja, sie finden die Boutiquen und die Kaufhäuser langweilig. Ja, so. Sie geht lieber auf den Flohmarkt. Ja, sie geht auf den Flohmarkt. Das ist ein Ort. Ja, das ist ein Ort in Deutschland. Ja, man kann kaufen, man kann viele Sachen kaufen. Ja, das Flohmarkt ist am Samstag und Sonntag in Deutschland. Ja, zum Beispiel in Ägypten, ja, zum Beispiel zu Seirat. Ja, zu Seirat sein, man kauft eine Used-Car. Ja, Flohmarkt kann man ja, viele Sachen used. Da finde ich günstige, wirklich günstige Kleidung. Ja, das heißt, really günstige Kleidung, ja, viel Clothes. Von meiner Familie bekomme ich kein Taschengeld. You don't get kein Taschengeld. Not money. Also, jobbe ich jede Woche ein paar Stunden. Ja, every week, ein paar Stunden, 2 Hours. Ja, als Babysitter. Das ist oft anstrengend. Das ist zu hart. Viola. Eben, wo kauft Viola die Kleidung? Auf dem Flohmarkt. Okay, Lukas, Pumi, 15. Okay, wie alt ist Lukas? 15. Boutiquen mag ich nicht. Boutique, I don't like it. Ich finde sie meistens zu klein und teuer. I find sie usually zu klein, small und teuer, expensive. Ich kaufe lieber in großen Kaufhäusern. Ja, I go to Kaufhäuser. Da sind die Sachen leider nicht immer günstig. Ja, es gibt viele Sachen, leider, sorry. Ja, sie nicht immer, not alles. Ja, günstig, really. Und Taschengeld bekomme ich nur wenig. Ah, Taschengeld, I get nur wenig. Ja, a little of. Ja, die Lösung. Mein Taschengeld sparen, sparen und sparen. Ja, die Taschengeld save und save und save. Okay, ich bin Lukas. Ja, wo kann Lukas einkaufen? Im Kaufhaus. Wie findet Lukas Kauf? Die Boutiquen? Ja, er mag sie nicht. Okay, ich bin dann Nummer 2. Nummer 3, Christian Müller. 15. Wie alt ist die Christian Müller? 15. Kaufhäuser mag ich überhaupt nicht. Ja, Kaufhäuser, Big Store, I don't like general. I don't like it. Ich kaufe lieber in der Boutique. Ich kaufe lieber in der Boutique ein. Die Klamotten sind leider oft sehr teuer. Clothes sind leider, sorry, often sehr teuer, very expensive. Zum Glück zahlen sie meinen Eltern. Für mich, ja, zum Glück, good luck, zahlen sie meine Eltern für mich, für mich, zahlen pay, für mich. Ich zahle nur für kleine Sachen, I pay für small things. Und Taschengeld bekomme ich auch noch. Taschengeld macht money. I get auch. Ja. Einkaufen macht Spaß. Ja, einkaufen macht Hobby. Das ist ein Hobby. Wenn man einkaufen, das ist ein Hobby. Okay. Christian Müller. Christian Müller, wo kauft Christian ein? In der Boutique. Okay. Tina. Okay. Weber, 14. Wie alt ist Tina? Weber, 14. Mein Lieblingsläden sind Second-Hand-Läden. Was ist Tinas Lieblingsladen? Second-Hand-Läden. Da finde ich meistens coole Klamotten. Ja, I find. Meistens usually cool clothes. Jeden Montag, every Monday, bekomme ich von meiner Eltern Taschengeld. I get von meinen Eltern Taschengeld. Bucket money. Manchmal habe ich aber am Freitag keinen Cent mehr.
Sometimes I don't have am Freitag keine Cent. I don't have any money, any cent. Da gehe ich zu meinem Opa und bekomme etwas extra Taschengeld. I become extra Taschengeld. Ja. Ja, wir haben Zusammenfassung vier Personen. Es gibt eine vier Personen, zwei Jungen und zwei Mädchen. Viola kauft sie auf dem Flohmarkt und ihre Eltern, you don't give money. Okay, Nummer zwei, Lukas. Wo kauft Lukas ein? Ja, kauft im Kaufhaus. Ja, seine Eltern gibt okay, wenig Geld. Nummer drei, Christian Müller. Wo kauft Christian ein? In der Boutique ein. Und seine Eltern bezahlen für ihn. Und bekommt auch Geld. Denn, because einkaufen macht Spaß. Okay. Und Tina, ja, sie bekommt jeden Montag Money von ihren Eltern. Von ihren Eltern. Und Lieblingsladen, das Secondhand-Laden. Okay, alles klar, das ist eine vier Personen, also Zusammenfassung. Okay, ja, weiter, wir haben einige Fragen für jede Person. Ja, erste Person, Viola. Okay, es gibt eine Frage, Nummer 1. Wie findet Viola Boutiquen und Kaufhäuser? Sie findet Boutiquen und Kaufhäuser langweilig. Nummer 2. Bekommt Viola Geld von ihrer Familie? Nein. Nummer 3. Wohin geht Viola lieber? Sie geht lieber auf den Flohmarkt. Nummer 4. Wie oft arbeitet Viola? Sie arbeitet jede Woche ein paar Stunden als Babysitter. Viola, über Viola, sie bekommt kein Geld von ihrer Familie und sie kauft ihm auf dem Flohmarkt ein. Nummer 2, Lukas. Nummer 1. Mag Lukas Boutiquen? Nein. Wie findet Lukas die Boutiquen? Findet die Boutiquen meistens zu klein und teuer. Nummer 3. Bekommt Lukas viel Geld von seiner Familie? Nein, bekommt wenig Geld. Viel Gegenteil wenig. Okay, Nummer 4. Wo kauft Lukas ein? Im Kaufhaus. Wo kauft Lukas ein? Im Kaufhaus. Bekommt wenig Geld von seiner Familie. Okay. Mag nicht Boutiquen. Okay. Nummer 3. Christian. Nummer 1. Was mag Christian nicht? Kaufhäuser. Nummer 2. Wo kauft Christian ein?
in der Boutique. Nummer 3. Wie findet Christian die Klamotten in der Boutique? Er findet die Klamotten in der Boutique sehr teuer, very expensive. Okay. Was macht die Christian Spaß? Einkaufen. Nummer 5. Bekommt Christian auch Geld? Ja. Nummer 4. Tina. Nummer 1. Wo kann Tina einkaufen? Im Second-Hand-Laden. Nummer 2. Wie findet Tina die Klamotten im Second-Hand-Laden? Kohle Klamotten. Nummer 3. Wie oft bekommt Tina Geld? Jeden Montag. Jeden Montag. Okay. Das ist eine Zusammenfassung. Lektion 11. Einkaufen. Wie kann man einkaufen? Im Kaufhaus. Auf dem Flohmarkt. In der Boutique. In der Boutique. Okay. Ja, im Second Hand Laden. Das ist eine vier Orte. Ja, jede Person. Ja, kann man kaufen. Kann man einkaufen. Ja, und viele Sachen kaufen. Ja, und wie kann man bekommt Geld? Kommt Geld? Okay. Alles klar. Ja, danke. Tschüss.